Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 32, Bericht des Außenpolitischen Ausschusses. Wir bleiben beim Thema Außenpolitik. Ebenfalls einstimmig empfiehlt der Außenpolitische Ausschuss die Annahme eines 4-Parteien-Entschließungsantrags zum Gedenken an den Völkermord in Srebrenica. Er soll an das Massaker und die ethnischen Säuberungen erinnern, die 1995 während des Bosnienkriegs in Srebrenica und dem Umland der Stadt verübt worden sind. In der Entschließung mahnen die Abgeordneten von der Bundesregierung weiterhin aktives Engagement für das Gedenken an diesen Völkermord ein.